Steuern und Recht wird präsentiert von anwaltauskunft.de. Vertrauen ist gut, Anwalt ist besser. Und Advokat Rechtsschutz. Advokat ist Anwaltsliebling. Der Staat stellt Regeln auf und kontrolliert deren Einhaltung. Soweit, so gut. Doch Geldbußen und Ordnungsgelder zahlt niemand wirklich gerne. Und darum erfreuen sich Warngeräte zunehmender Beliebtheit. Und zunehmend verbreiten sich kostenlose Apps für das Smartphone, die vor Radar- und Fahrscheinkontrollen warnen. Doch darf man diese eigentlich überhaupt nutzen? Und wie zuverlässig funktionieren sie? Hier die wichtigsten Fakten. Die Zahl der Radarkontrollen nimmt immer mehr zu. Derzeit sind in Deutschland etwa 75.000 Blitzer im Einsatz. Die Bußgelder überschreiten in jedem Jahr die Milliardengrenze. Geschwindigkeitskontrollen sind für viele Autofahrer ein Ärgernis. Aber in Zeiten des Smartphones gibt es ja für alles eine App, also auch eine App, die einen vor Radarfallen warnt. Aber wie gut funktionieren die? Es gibt mehrere Apps für fast alle Smartphone-Systeme. Zu den erfolgreichsten Programmen zählt Blitzer.de. Wir fahren an mehreren fest installierten Starrenkästen vorbei. Immer warnt uns die App frühzeitig. Das soll nach Angaben des Herstellers bundesweit so funktionieren. Einige tausend fest installierte Radarkontrollen, sogenannte Starrenkästen, sind in dieser Smartphone-App fest einprogrammiert. Die Warnung davor funktioniert recht idiotensicher. Aber wie ist es bei mobilen Radarkontrollen, die nur zeitweilig von der Polizei eingerichtet werden? Wir finden eine mobile Radarkontrolle der Polizei. Die Warnung kommt zuverlässig. Doch dann stoßen wir auf diese mobile Geschwindigkeitskontrolle mit Laserpistole. Die Warnung bleibt aus. Hier versagt Blitzer.de. Die Antwort, ob der Betrieb dieser App zulässig ist oder nicht, ist gar nicht so einfach. Im Grundsatz sind Radarwarngeräte verboten. Radarwarngeräte, wenn man sich derer bedienen dürfte, dann hätte man den Eindruck, jeder Mensch kann sich durch technische Mittel und durch das Bezahlen dafür in die Lage versetzen, zu jeder Zeit ungestraft Geschwindigkeitsübertretungen begehen zu dürfen. Das ist nicht gewollt. Dies betrifft aber nur die Warnung vor mobilen Kontrollen. Die Warnung vor fest installierten Starrenkästen ist dagegen erlaubt. Da Blitzer.de und andere Apps aber vor beiden warnen, darf die Polizei den Gebrauch der Software bestrafen. Ja, ich muss eine Geldbuße bezahlen und sammle Punkte in Flensburg. Das ist auf jeden Fall unerfreulich und das Gerät kann beschlagnahmt werden. Doch kontrolliert wird ja nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch in Bus und Bahn. Wer kein Ticket im öffentlichen Nahverkehr kauft und einfach in die Bahn einsteigt, der fährt schwarz. Unangenehm kann dann allerdings eine Kontrolle werden. Aber in sozialen Netzwerken warnen sich Schwarzfahrer mittlerweile vor solchen Fahrscheinkontrollen. Fast täglich bilden sich bei Facebook neue Gruppen, jeweils sortiert nach Städten und Regionen. In der Bahn kann man ihnen mit dem Smartphone folgen. Und das völlig legal. Ich wüsste nicht, warum es illegal sein soll. Es ist nichts Verbotenes, anderen Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass in bestimmten Stellen etwas kontrolliert wird. Das hat den Effekt, dass dann jedenfalls die Menschen, die dort Kontrollen befürchten müssen, sich gesetzeskonform verhalten. Und das ist ja der Sinn der ganzen Übung. Wir fahren mehrere Stunden durch das Kölner Stadtgebiet. In dieser Zeit geht eine Warnung auf Facebook ein. Kontrolleure sind aber massenhaft unterwegs. Wir haben deutlich über 100 Kontrolleure im täglichen Einsatz, die verschiedene Linien durchprüfen im gesamten Stadtgebiet, über das gesamte Stadtbahn- und Busnetz verteilt. Es ist eine Minderzahl derer, die dann in den sozialen Netzwerken auftauchen. Fazit: Im Straßenverkehr funktioniert die Warnung per Smartphone recht passabel, ist aber nicht legal. In Bus und Bahn dagegen darf man sich vor Kontrollen warnen lassen. Der Erfolg ist aber praktisch gleich null. Steuern und Recht wurde präsentiert von anwaltauskunft.de. Vertrauen ist gut, Anwalt ist besser. Und Advokat Rechtsschutz. Advokat ist Anwaltsliebling.